Nachdem wir ja bereits das Mi 9 quasi dem großen Bruder des Mi 9 SE hier bei uns vom CECT Shop zum Unboxing und Hands-on hier hatten, heute also das Mi 9 SE. Ja, das SE gibt es in den Farben Schwarz, Lila und Blau und wie bereits bei der Mi 8 Serie, also eine SE-Version verfügbar. Selbiges auch hier mit Triple Camera, also mit dreifacher Hauptkamera auf der Rückseite, angetrieben durch den Qualcomm Snapdragon 712. NFC wird unterstützt, 5,97 großes AMOLED-Display und wir haben auch einen In-Display Fingerabdrucksensor hier mit an Bord. Designed bei Xiaomi das Ganze, also eine SIM-Nadel mit dabei, SIM-Tool. Natürlich darf dann hier wie immer die Kontrollliste nicht fehlen, da wir alle Geräte vor dem Versand persönlich an euch testen. Wir haben dann hier einen Adapter von USB Typ C auf 3,5 mm Klinke mit dabei. Also hier auch schon die Vorwarnung. Ja, wir haben keinen Klinkenbuchsenadapter hier mit verbaut. Nano-SIM, Dual-SIM, das Ganze hier wie immer SAR-Wert kleiner gleich 2 Watt pro Kilogramm und dann auch noch hier eine Silikonhülle. Dann kommt das Gerät selbst zum Vorschein, hier eben in der Farbe Grau bzw. Schwarz. Hier die Triple-Kamera auf der Rückseite, selbige verglast. Corning Gorilla Glas 6 ist hier verbaut. Wir haben einen Metallrahmen, also alles schön edel. 48 Megapixel Hauptkamerasensor, ein Sony IMX 586 mit Blendenzahl 1,75. Dann ein 8 Megapixel Sekundärsensor mit Blendenzahl 2,4. Und dann haben wir nochmal ein 13 Megapixel Weitwinkelobjektiv mit 2,4 Blendenzahl. Dual LED Blitz hier mit auf der Rückseite. Ihr seht dann auch, dass die Kamera doch ein bisschen hier aus dem Gehäuse heraussteht. Gerade hier bietet sich dann natürlich auch die Nutzung einer Schutzfolie an. Ansonsten, das Gerät wiegt hier gerade mal 155 Gramm, schalten das Ganze auch mal ein, also hier auf der rechten Seite Ein- und Ausschalteknopf plus minus Lautstärkewippe. Wir haben hier oben dann Infrarot-Schnittstelle, Mikrofon, auf der linken Seite den Dual-SIM-Slot, also selbiger. Hier mit Platz für zwei Nano-SIM-Karten, der interne Speicher vom Xiaomi Mi 9 SE kann also nicht erweitert werden und dann hier unten noch Öffnungen für den Lautsprecher sowie USB Typ C Ladeport. Ja, geladen wird der Akku mit 3070 mAh, Entschuldigung, mit bis zu 18 Watt. Also auch hier nicht von den 5,97 Zoll abschrecken lassen. Ihr seht, ziemlich schmal, langgezogen das Ganze. Full HD Plus Auflösung, 1080x2340 Pixel, resultiert also in einer Pixeldichte von 432. Hier kommt dann natürlich derzeit MIUI 10 zum Einsatz, das Ganze basierend auf Android 9 Pie. Ja, angesprochen der Snapdragon 712 treibt hier das Gerät an mit bis zu 2,3 GHz. Adreno 616 dann noch als GPU verbaut und auch noch ein Game Turbo Modus. Wir haben hier mehr als 90% Screen-to-Body-Ratio. Schauen hier gerne auch mal ins Einstellungsmenü, also mein Device, alle Spezifikationen, MIUI
10.2 Android-Version 9. 6 GB RAM, Octa-Core, maximal 2,3 GHz. Und von den 64 GB sind hier noch ab Werk 53 GB verfügbar. NFC auch mit dabei, Wireless Display, Lockscreen, also ihr könnt hier natürlich einen Fingerabdruck hinterlegen. Wie gesagt, das Ganze hier mit Under Display, Fingerabdrucksensor oder dann eben mit der Frontkamera per Gesichtserkennung entsperrbar. Die Frontkamera hat hier 20 Megapixel, ist hier in diesem Water Drop Notch verbaut. Ja, apropos Water Drop Notch, nicht vergessen, sollten wir hier natürlich auch den Rest des Lieferumfangs, und zwar ein USB-Adapter, 5 Volt 3 Ampere, 9 Volt 2 Ampere oder 12 Volt 1,5 Ampere. Je nach Empfängerland liegt da natürlich auch stets der passende Adapter für euch bei und geladen wird das Ganze hier mit USB Typ C. Ja, Abmessungen 147,58 mal 70,5 bei einer Dicke von gerade mal 7,45 mm, wobei hier sicherlich nicht die Triple-Kamera mit einberechnet wurde. Derzeit ist das Ganze auch nur mit der Original-ROM verfügbar. Also ihr seht schon das Einstellungsmenü in der Sprache Englisch. Des Weiteren noch traditionell und vereinfachtes Mandarin, Uigur und Tibetisch vorhanden. Vorhanden ist dann auch Bluetooth 5.0 Dualband Wi-Fi ABG NAC mit 2,4 und 5 GHz. Freunde der Navigation, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou und auch der europäische Satellit Galileo mit am Start. Fullscreen Display könnt ihr auch einstellen. Also kurz mal gezeigt mit der Gestenkontrolle. Ja, im 4G FDD LTE Bereich wird Band 1, 3, 5, 7 und 8 unterstützt. Also 850, 900, 1800, 2100 und 2600 MHz. MIUI App Store ist natürlich mit dabei. Mi Remote für die Infrarotschnittstelle. Kompass hier auch. Und dann eben noch andere vorinstallierte Apps wie Mi Home zur Steuerung eurer Yeelights oder eures Saugroboters von Xiaomi. Ja, somit sind wir also durch hier mit dem kurzen Unboxing und Hands-on-Video des Xiaomi Mi 9 SE. Selbiges wie auch der große Bruder oder das Mi 9 Explorer Edition hier bei uns unter cect-shop.com zu bestellen und zu kaufen. Ihr habt weitere Fragen, kein Problem. Hinterlasst uns einen Kommentar oder kontaktiert unseren deutschsprachigen Kundensupport. Ihr findet Infos zum Gerät selbst in der Videobeschreibung oder eben direkt bei uns im Online-Shop. Auch hier der Link in der Videobeschreibung. Abschließend bleibt uns also nur zu sagen, nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, um dran zu bleiben für die neuesten China-Android-Smartphone-Videos von uns. Und natürlich danke fürs Einschalten.